Monika, zwei rechts, zwei links. Und Müller kommt näher ran. Herzlich willkommen. Herr Höll, wir haben gerade eben schon gehört, Sie waren ja natürlich mit dem Projektteam ganz leitend dabei. Was bedeutet das für einen Piloten, der sozusagen die Operations, wie es man bei uns sagt, im Blick hat, wenn ein so großes Flugzeug wie die A380 an einem neuen Standort wie in München dann eingeführt wird? Ich will es mal vergleichen, oder ich fange mal anders an. Dass Lufthansa bekannt dafür ist, eine neue Destination anzufliegen, das ist, glaube ich, ganz selbstverständlich. Aber 380 hier in München stationieren, das ist wie dem Flieger eine neue Heimat geben. Also der Aufwand ist immens größer, wie einfach irgendwo hinfliegen. Das wurde schon angesprochen. Die Infrastrukturen müssen natürlich angepasst werden. Also es war ein Projekt, das jetzt insgesamt 9 Monate gedauert hat. Also man kann sagen, es war eine lange Schwangerschaft. Und ja, Sie werden bald sehen, ob es eine gute Geburt wird. Es ist jedenfalls ein schweres Baby, würde ich sagen. Ja? So viel. So. Den Vergleich wollte ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, den kann man heute durchaus machen. 9 Monate Vorbereitungszeit und jetzt stehen wir da und alles ist fertig und am Wochenende geht's los. Mit welchem Gefühl startet man dann hinein, wenn man das Projekt so lange begleitet hat? Spannung, aber auch Zuversicht. Nee, zuversichtlich nicht, sondern wir sind zutiefst überzeugt, das klappt wunderbar, ist alles vorbereitet. Wir haben intensivst unsere Prozesse angepasst, Infrastruktur angepasst. Co-Training war natürlich ein Riesenthema. Also alles go. Sehr gut. Ramon Müller, Sie sitzen nachher am Steuer, wenn die A380 abhebt. Wer von Ihnen ist noch nie A380 geflogen? Vielleicht einmal ganz kurz Handzeichen. Das sind schon ein paar. Deshalb, ich glaube, wir müssen mal so ein paar Basics erklären, Herr Müller. Also, jeder kennt den Unterschied, ob man ein Kombi fährt oder ein Smart. Wie ist das eigentlich, wenn man als Pilot eine 380 fliegt im Vergleich zu einem kleineren Flugzeug, was Sie ja auch schon mal getan haben? Dann bleibe ich in Ihrem Vergleich. Das ist wie ein Kombi, der so wendig ist wie ein Smart. Die Maschine ist extrem agil, feinfühlig zu fliegen und unglaublich, dass bei dieser Größe, dieser Agilität möglich ist. Also für die Piloten ein Traum, aber nicht nur für die Piloten, sondern auch für die Gäste. Die Maschine ist komfortabel, sie ist leiser und wir haben ein tolles Produkt im 380. Also ein Traum. Das heißt aber, weil Sie sagen, sie ist so agil, ich habe es ja noch nie erlebt, aber da sitzt man dann da vorne, wir sehen die Maschine ja da drüben stehen, diese unglaublichen Ausmaße, dieses riesige Flugzeug. Sie sitzen da, Sie haben diese Stubhebel in der Mitte, Sie haben einen Joystick, das weiß ich, und dann sitzt man da und dann steuert man einen so riesen Vogel wie sozusagen mit 2 Fingern mit so einem Stick, oder? Genau, mit 2 Fingern, und, aber im Hintergrund arbeiten gigantische Steuerflächen, das können Sie sehen, wenn Sie im Flug auf die Fläche schauen, wir haben riesen Ailerons und Spoiler, die Maschine dann tatsächlich auch beweglich machen. Und unglaublich, dass diese Maschine so leichtfüßig zu fliegen ist. Also. Ailerons und Spoiler. Merken. Ja? Wenn Sie zum ersten Mal geflogen sind heute, können Sie zu Hause erzählen. Ailerons und Spoiler. Das heißt. Bei welcher Geschwindigkeit, ganz kurz mal so ein paar Randdaten, welche Geschwindigkeit beim Start, beim Abheben, welche Geschwindigkeit beim Landen? Also wir sind erstmal heute sehr, sehr leicht. Die Maschine wird 372 Tonnen zum Start wiegen. Wir könnten aber 560 Tonnen wiegen. Haben 45 Tonnen Sprit dabei, also reichlich wenig, aber es reicht für mehrere Stunden hier zu fliegen. 250 Tonnen könnte man tanken. Abhebegeschwindigkeit heute sind 260 Stundenkilometer und landen werden wir ungefähr mit 240 Stundenkilometer. Sehr gut. Und die alles entscheidende Frage für alle, die mitfliegen: Was sehen wir denn? Wir bleiben in Bayern oder wo geht's hin? Erzählen Sie uns das Wetter, ehrlich gesagt, hat Herr Kerklo schon mal organisiert. Was machen Sie draus? Also danke an Herrn Kerklo, das war ein cool Job. Wir gehen erstmal Richtung Osten raus auf der Südbahn, drehen eine Rechtskurve im Süden an München vorbei. Und dann geht es in Richtung Starnberger See, Ammersee, leichte Linkskurve nach Füssen, dann eine scharfe Linkskurve nach Osten vorbei am Schloss Neuschwanstein. Dann drehen wir einen Kringel über der Zugspitze, geht weiter Alpen-Nordkamm in Richtung Rosenheim am Tegernsee vorbei. Dann leichte Linkskurve Richtung Bayerischer Wald, vorbei am Landshut. Dann werden wir den großen Aber-Eimer umfliegen. Geht nördlich an Regensburg vorbei, südlich an Nürnberg, scharfe Linkskurve zurück nach Augsburg. Und dann werden wir hier auf der Nordbahn Überflug machen, in 30 Meter Höhe über der Bahn, starten einmal durch, eine Erdrunde und dann landen wir. Also. Wenn Raimund Müller die Dinge in die Hand nimmt, dann wird es schön. Das kann ich Ihnen versprechen. Also, insofern vielen, vielen Dank, die Herren. Ich mache gleich nochmal das Bild frei, damit Sie nochmal ein Foto kriegen mit der Crew. Und dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen und Ihnen erstmal für heute und auch für alle Zukunft Happy Landings und auf ganz viele tolle A380-Erlebnisse. So, jetzt machen Sie einmal Seite, dann können Sie auch die Fotos ohne mich machen. Für die A380 in München, bitteschön. Weiter ran.